Aufnahme an. Für YouTube nochmal ein wunderbares Hallo. Im Nachhinein. Ich hoffe, das Ding sieht jetzt ein bisschen besser aus. Okay. Wir gehen mal. Warte mal, was habe ich jetzt eingeschaltet hier? Was? Seht ihr einen Unterschied zwischen dem und dem? Also ich sage da wirklich keinen Unterschied. Das eine ist ja, der Name sagt es ja. Wenn ich beide einschalte, ist es noch besser. Weil eins würde ich gerne anlassen. Ja, hör auf. Ja. Meine Nase juckt. Ja, meine auch. So, wie würde man sagen, dann machen wir jetzt weiter. Trinker. Ja! Wir sollen Blumen und Gold. Ziegelbrenner. Also müssten wir wieder eine Sumpf. Oh, feier. Unter Umständen machen wir heute bloß 3 Stunden. Ich will ein bisschen hier das Ganze ein bisschen in vernünftigere Rahmen lenken. Das Weitere, ja. Roland Vivaldi ist ein Zwerg, der sehr unten sehr empfindlich ist, was sein Volk angeht. Die Vivaldi sind eine Familie von Finanzieren. Eine ihrer Bank befindet sich im Händlerviertel. Gehen wir auch nochmal hin. Das Geld für die Kaution des Professors stammt aus Vivaldis Wahl. So könnte der Verbrecher auf freien Fuß gelangen kommen. Vivaldi unterhält Beziehungen zu Anderlingen und die verfolgten Scoia'tael eingeschlossen. So, Schläfer, erwache. Harenbrock, was war mit dem nochmal? Achso, nee. Wir sollten hier irgendjemanden befragen. Spieler. Wir sollten jetzt hier zu einem Spieler gehen. Götter segnet mich mit Geduld. Sendbote. Willkommen, Reisender. Ich habe gehört, ihr kauft Schmuck. Und wenn das so wäre? Ja. Sagt mir, wer für Salamander-Abzeichen bezahlt. Oder eure eigene Mutter erkennt euch nicht wieder. Nicht stimmt. Haut ab! Check. Haut ab! Hier, haut ab! Halt die Fresse, Mann! Schankwirt. Verdammt, macht was ihr wollt, aber setzt nicht aufs Boxen, das ist manipuliert. Was wollt ihr? Ich will selber boxen. Ade. Warte mal, was war das da unten? Verdammt, macht was ihr wollt, aber setzt nicht auf. Ja, das hast du mir schon mal gesagt. Ich möchte etwas aufbewahren lassen. Ja. Ja, genau. Hier, diese ganze Buchscheiß. Nein. Das ganze Zettelage, die brauche ich ja nicht mehr, wie so einmal gewesen. Da habe ich hier ein bisschen was frei. Feuerstein sind Scheiß, finde ich immer wieder mal. Die Blumen muss ich behalten für meine Huren. Ja. Okay. Wo gehen wir jetzt hin? Mathematik? Nein. Ich vergeude meine Zeit. Ja. Wo ist Schurke? Sultan? Hexer! Sultan Shivai. Schön, euch zu sehen. Ach, der. Ihr seid also in die Stadt gekommen? Für einen Hexer gibt es viel Arbeit in Visima. Sieht so aus. Wie habt ihr es geschafft, reinzukommen? Garstige Anderlinge schaffen es immer, in die Häuser der Menschen zu schleichen. Jo. Da ist was dran. Hört zu, Sultan. Ich muss mit euch reden. Ja? Wer ist der reichste, wer ist die reichste Person in... Wir dürfen nicht vergessen, dann nochmal zu Shani zu gehen. Wer ist die reichste Person in Visimas Tempelbezirk? Früher hätte ich gesagt, Vivaldi. Aber jetzt ist der Clan Leuwarden euer Mann. Der Kerl scheißt Gold. Ja, wunderschönes Bild. Danke. Ja? Hm? Wie wunderschönes Bild. Ich suche Arbeit.
Wisst ihr etwas über Vivaldis Bank? Die gehört nur noch nominell Vivaldi. Wieso? Neue Besitzer, Menschen. Das erklärt so einiges. Wirklich? Nein. Ja. Wie geht es euch denn so? Habt ihr je ans Heiraten gedacht, Geralt? Mein Beruf ist einer Ehe nicht gerade zuträglich. Unfruchtbarkeit, hohes Risiko, ständig unterwegs. Es gibt nicht viele Frauen, die damit einverstanden wären. Wisst ihr, ich hab da so meine Zweifel. Fahrt fort. Ich hab sie einige Zeit nicht mehr gesehen und werde ein wenig eifersüchtig. Zwerginnen sind so begehrenswert. Ich schlage vor, wir gehen einheben. Und wenn das nicht hilft... Macht ihr euch über mich lustig? Das würde ich mir nie erlauben. Über so etwas macht man keine Witze. Zwerginnen, Stadtgebläse. Oh. Ich glaube, das muss ich rausschneiden. Verdammte Scheiße. Habt ihr einen Moment Zeit? Was liegt euch auf dem Herzen? Ich warne euch. Es geht um philosophische Fragen. Oh, Chief, es geht um philosophische Fragen. Ach nee, du wolltest... Nee, das ist ja was anderes. Verdammt, ich dachte jetzt irgendwie... Ich warne Chemie euch. Oder so. Es geht um philosophische Fragen. Der Sinn des Lebens, wie? Das Böse, das Hexer bekämpfen, entspringt dem Chaos. Den Taten, die der Störung der Ordnung dienen. Denn wo sich das Böse ausbreitet, kann keine Ordnung etabliert werden. Statt dem Licht der Weisheit, dem Fünkchen der Hoffnung und leuchtender Wärme herrscht Dunkelheit vor. Und in der Dunkelheit findet man nur Blut, Fangzähne, Klauen. Wie im Umland. Schön ausgedrückt, aber wie die junge Zerro in der Hochzeitsnacht zu König Friedank sagte, hat es auch einen praktischen Nutzen? Das Recht der Hexer, in dieser Welt zu leben und zu arbeiten, ist aus dem Gleichgewicht geraten, da der Kampf zwischen Gut und Böse jetzt auf einem anderen Schlachtfeld und mit anderen Regeln ausgefochten wird. Das Böse ist nicht mehr chaotisch. Das Böse ist keine blinde, elementare Macht mehr, sondern befolgt Regeln im Einklang mit den Rechten, die ihm gewährt wurden. Es funktioniert gemäß Abmachungen. Das nennt man Fortschritt. Da wir mehr sind und länger leben, können wir einander zu Tausenden abschlachten. Fortschritt ist wie eine Herde Schweine. Sie bringt viele Vorteile mit sich, aber niemand darf sich wundern, dass alles voller Scheiße ist. Scheiße hin oder her. Hexer existieren, um Ungeheuer zu töten. Wie kann ich das, wenn die echten Ungeheuer sich hinter Idealen, dem Glauben oder dem Gesetz verschanzen? Das größte Übel ist moralische Relativität. Sie fordert mehr Opfer als die Katriona-Pest und alle Drachen zusammen. Hexer wird man immer brauchen, ganz gleich, wohin uns diese Schweinebande auch führen mag. Wie schon der alte König Desmond sagte, als er nach Benutzung in seinen Nachttopf blickte, das rationale Bewusstsein kann das niemals wirklich erfassen. Du wirst schon recht haben. Danke, Sultan. Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ja, jetzt warte, Junge. Was? Verdächtiger Vivaldi. Ich werde Vivaldi sagen, dass ich einen Beweis seiner Unschuld gefunden habe. Habe ich das? Ja. Man sollte auch zuhören. Ich suche Arbeit. Ungeheuer bedrohen den Landungssteg im Sumpf. Alle beklagen sich darüber. Mit wem sollte ich reden, wenn ich die Gefahr beseitigen will? Am besten mit Leuwarden. Er ist gewöhnlich auf dem Deich, wo er das Be- und Entladen der Waren überwacht. Ich bin nicht interessiert. Hier, danke, komm, machen wir. Ja. Ist euch diese Information etwas wert? Nein. So. Wir sollen mit einem Spielerin, sicherer Hafen. Ich muss zum Deich gehen. Ja, okay, machen wir. Ich liebe diese Melodie. Wir müssen ja mit irgendeinem Typen reden, der Spieler heißt. Eure Mutter lutscht Zwergenschwänze. Faustkämpfe im Hafen und Bergen. Konrad, wer ist Konrad? Wie
können die das trinken? Was ist das überhaupt? Ich glaube, es ist Wein. Wein? Das ist nicht einmal ein Abklatsch von Wein. Und was ist es dann? Gepanschte Hundepisse. Darum komme ich nur selten her. Ich dachte, dies wäre die einzige Taverne weit und breit. Ich wohne im Händlerviertel, aber alle Gasthäuser dort haben geschlossen. Wollt ihr euch ein paar Münzen verdienen? Ihr habt gesagt, ihr hättet vielleicht eine Arbeit für mich. Erzählt mir mehr. Ich weiß, wo man einen edlen Tropfen findet, aber dazu ist ein Schwert erforderlich. Ihr braucht einen Krieger, um etwas zu trinken zu bekommen? Ich kenne einen Ort, wo 100-jähriger Wein aus Toussaint lagert. Wo ist der Haken? Der Weinkeller befindet sich in einem Haus, das jetzt von Ungeheuern heimgesucht wird. Ihr mit euren Ungeheuern, ihr macht mich wahnsinnig. Das kostet euch 200 Orens. Abgemacht. Knallhart. Ich komme um Mitternacht wieder hierher. Wieso Mitternacht? Es ist dunkel. Ja. Wo liegt dieses Haus? Nehmt das Tor, das zum Deich führt. Rechts geht es zum Kanal hinab. Das Haus ist auf der linken Seite. Ein sehr ungewöhnlicher Wein. Ja. Wir sollen aber hier irgendwo mit dem Spieler reden. Das Geheimnis. Beringer ist tot. Achso. Sumpfgötter. Die Ziegelbringer schätzen. Gott, was muss ich dafür machen? Achso, die Büschelkrautblumen. Das war das mit dem Kind. Die Verträge hier. Das mit diesem Bestarium begreife ich immer noch nicht. Oh. Der Komplize als Zeuge. Man sagt, einige sagen auch, die Droge bei sich hatten. Wo ist das? Schmied. Nee. Gut bestückter Keller. Wir bleiben jetzt erstmal ein bisschen in der Stadt hier. Pass auf, wir schlafen jetzt mal irgendwo hier. Irgendwo war voll Lagerfeuer. Ich bin ja so schlau. Was? Wo war die Tür? Hier. Ding, 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 ding. Oh. Aber jetzt ist doch Abend. Wir könnten noch mal unser Glück bei Shani versuchen, bevor wir irgendwas machen. Ich soll sie ja zu Hause besuchen. Es ist doch noch keine Mitternacht. Was ist für einer? Oh. Hier ist das Ding, jetzt ist gleich hier vorne, ja. Das geht aber jetzt noch nicht, oder? Hat er gesagt Mitternacht? Es ist noch nicht Mitternacht, oder? Warte mal. Ich mach mal. Quatsch. In dunklen Räumen mache ich das immer so ein bisschen heller. Was? Scheiße. Tempelbezirk, Autosave. Könnte uns der Autosave jetzt retten? Ja. Warte mal. Wir probieren mal. Warte mal. Das Ding alles. Wo sind wir jetzt? Ja. Können wir den Köter hier kaputt machen?
Ja, das ist bescheuert so auf engem Raum. Es trommelt. Ja, ja. So. Wieder raus. Jawohl. Okay. Ich glaube, das hätten wir. Speichern. Unbedingt. Also Sinus, Cosinus und das andere. Was ist das denn? Weißweinessig. Kiste. Was haben wir hier? Ein sehr alter Wein. Ist lange gereift. Weinkenner. Okay. Ungewöhnlicher Wein. Ich muss abends zum Gasthaus gehen und mit Konrad reden. Jo. Das Silberschwert zu nehmen, das war letztendlich doch besser. Hat die das Silberschwert genommen? Ich glaube schon. Ja. Gut. Dann gehen wir mal raus hier. Jo. Überall Ungeheuerwelt. Was ist denn das für eine Welt? Manchmal ist es doof, dass ich gar nicht springen kann. Wollen wir uns eine Hure holen gehen? Was rennt denn hier rum? Ratten. Zum Haare gehen Bären. Dieser Name ist furchtbar. Ja? Es war nicht einfach. Aber ich habe es geschafft. Trefflich. Aber ich habe kein Gold. Ging alles für Alkohol drauf. Ich behalte eine Flasche, ihr nehmt den Rest. Für eure Mühen. Was? Keine Bezahlung, kein Wein. Ich wusste, einem Hexer kann man nicht trauen. Ja, der verarscht gerade weniger, ey. Das denn? Drin? Nee. Lebt wohl. Okay. Jetzt versuchen wir nochmal zu Shani zu kommen. Warte mal. Die war ja vorhin am Anfang nicht da. Hat sie einfach gedrückt, das Vibe. Lalalala. So, bist du für einer? Es regnet und es schüttet. Es regnet und es schüttet, ja. Shani, dein Herzblatt kommt. Ach ne, die alte war ja das Herzblatt. Ich kann nicht zurück zur Arbeit. Zwerg, ja. Hallo Herzblatt, geht nach oben. Oh, dankeschön. Ja, ihr meine... werdet alt, großmütig. Ja, ihr seid alt. Oh. Hä? Ah, hier. Guck mal. Hört ja noch was an. Ja.
Ja. Shani. Ich wollte reden. Was ist? Manchmal träume ich von der Schlacht von Brenner, dem Massaker. Tut mir leid. Aber das ist es ja. Mir tut es nicht leid. Ich wache frisch und munter auf, als hätte ich mich an das Elend gewöhnt. Ergibt das einen Sinn? Durchaus. Danke. Manchmal ist es schön, wenn man sich aussprechen kann. Nicht der Rede wert. Hä? Wie jetzt? Ja. Shani. Ich wollte reden. Was ist? Manchmal träume ich von... Tut mir leid. Aber das... Durchaus. Danke. Manchmal ist es schön, wenn man sich aussprechen kann. Nicht der Rede wert. Ja, warte mal. Ich sollte doch hier mit Shani wegen irgendwas reden. Das verlorene Lamm. Faustkampf. Ja. Der Freund... Ich denke, Shani schuldet mir was. Ich sollte häufiger mit Shani sprechen. Na gut, wie er sagt. Also wir werden Shani öfters mal aufsuchen. Ich weiß jetzt nicht genau, ob hier so ein Counter dahinter steht. So, man sagt Salamandra, die Droge nicht haben. So, ein Gewicht und Gold. Ich muss in die Sümpfe gehen und Yevin die Antwort geben. Ja, wir gehen auf jeden Fall nochmal in die Sümpfe. Ich muss zum Deich gehen. Die Richtung gehen wir ein anderen Mal. So, ich würde jetzt sagen, Shani. Ja. So, haben wir irgendwas gekriegt jetzt hier? Ich glaube nicht. Nö. So, dann würde ich mal hier. Wir wollen es ja ein bisschen heller haben. Wir wollen ja was sehen hier auf der Karte. So, dann würde ich sagen, wir machen das mal wieder normal hier. So. So, Shani. Ja? Ich will mit dir shoppen gehen. Ich wollte reden. Ja, ich auch. Ja. Was ist? Manchmal träumt Ja, wieder derselbe Text. Okay. Scheiße. Ah, die war nicht leicht zu knacken. Das ist da irgendwas war da. Ja, das ist. Da hat die Alte sich im Sumpf nicht ganz so angestellt. Okay, speichern. Ich glaube, ich speichere viel zu viel. Spiel gespeichert. Aber jetzt gehen wir. Wir gehen nochmal. Wir haben ja noch einen Auftrag hier drin. Warte mal. Anderlingenviertel, was war das denn? Was sollten wir hier machen? Ja, wo sind wir hier? Was? Wir sind jetzt, wie kommen wir denn hier hin? Achso. Wir gehen mal ins Anderlingenviertel. Das Geblinke da oben macht mich wahnsinnig. Halbelfin. Das hier ist das Anderlingenviertel. Zwerg. Was wollt ihr hier, Mensch? Mit wem sollte man reden? Vivaldi. Doch bezweifle ich, dass der mit euch redet. Warum? Vivaldi hasst Menschen und diese Stadt. Glaubt mir, er hat seine Gründe. Ich bin König Robert der Vierte. Golan Vivaldi. Tür zum Schmied. Schmied. Ja, bei dem waren wir ja schon mal. Händler. Händler klingt gut. Seid ihr der Lehrling des Schmieds? Oh ja, ich führe das Geschäft und halt Ordnung. Was wollt ihr dann haben? Was wollt ihr dann haben? Zeigt mir eure Waren. Was wollt ihr dann haben? Was? Jo, was hat denn der hier? Tränke, was ist Salpeter? Malmstein? Schwarzpulver? Temerisches Stahlschwert. Nee, bald mal. Was ist das denn? Exzellente Lederjacke. Blutresistenz. Das stimmt, hier können wir ja. Nee.
5000 haben wir sowieso nicht. Wo soll ich das hernehmen? Pulver. Irgendjemand wollte auch Pulver haben. Irgend so ein Junkie. Ja. Schmied. Ein Mensch kommt einen Anderling besuchen? Jo. Braucht ihr etwas? Jo. Ich bin auch nicht so ganz menschlich. Und ihr habt vielleicht etwas, das ich brauche. Moritz Stein, Schmied. Einen besseren findet ihr in ganz Visima nicht. Verkauft ihr es? Nette Werkstatt. Darauf könnt ihr stolz sein. Aber wo ist eure Ausrüstung? Die haben diese Hurensöhne mitgenommen. Jetzt muss ich Miete zahlen, wenn ich arbeiten will. Diebe? Nein, schlimmer. Verdammte Beamte haben mir Steuern aufgebrummt, weil ich ein Anderling-Geschäft führe und Anderling-Waren feilbiete. Wie in aller Welt sollte ich wohl Dinge für Menschen schmieden? Ich bin ein verdammter Zwerg. Trotzdem ein seltsamer Zufall. Diese Person, die mit dem Orden in Verbindung steht, besitzt jetzt neue Mahakam-Ambosse, die den meinen merkwürdig ähnlich sind. Verkauft ihr mir eure Waren? Soltan sprach nur Gutes über euch, also können wir handeln. Wendet euch an meinen Lehrling, wenn ihr etwas kaufen wollt. Ich erledige Schmiedeaufträge und nehme Sonderbestellungen an. Ja, verdammt doch mal, was? Ich muss mein Schwert nicht schmieden, ach so. Hexensilberschwert. Verkaufspreis. 40. Hä? Wie mache ich? Muss ich das jetzt hier reinziehen oder? Ich verschwinde hier. Lebt wohl. Ja, okay. Raus hier. Was sollten wir in dem anderen Viertel noch machen? Tür. Zwerg? Geht's hier irgendwo hin? Nö. Hier auch nicht. Ich war hier lieber mal. Aber dann, am Ende sitzen wieder irgendwelche Ungeheuer dort dahinter. Treppe nach oben. Ist aber nix. Schränkchen. Gänseschmalz. Ja. Was auch immer ich damit will, ich habe keine Ahnung. Runter jemand hier. Alles komm. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung. Anderlingviertel. Schmied. Naja, schon klar, aber. Schmied? Oh, ich hab Schmerzen. Ich such noch frische Melonen. Ja, warte. Waldis Haus. Nee. Stimmt, mit dem musste ich auch noch irgendwas quatschen, genau. Wegen der Unschuld oder sowas. Was führt euch hierher? Das weißt du nicht. Ich konnte Azar Javeds Kontaktpersonen entlarven. Interessant. Tut mir leid, dass ich euch verdächtigt habe. Ich weiß, ihr habt die Kontrolle über eure Bank verloren. Zu freundlich, dass ihr so offen mit einem Zwerg sprecht. Jederzeit. Ich habe Informationen über Javed, die nützlich sein könnten. Manchmal sind selbst kleinste Details wichtig. Ich stieß in alten Akten auf seinen Namen. Er bezahlte Studiengebühren an der Zauberschule in Ban'art. Er wurde rausgeworfen, da er Interesse an dunkler Magie entwickelte. Daraufhin bezahlte er die Studiengebühren nicht mehr und damit verschwand er aus unserem System. Ihr habt es mit einem Renegaten zu tun und einem gefährlichen obendrein. Klar. Quest abgeschlossen. Verdächtiger Vivaldi. Okay. Unter der Oberfläche. Ich denke, ich sollte selbst nach Süßigkeiten. Nee,
Dem lassen noch mal seine Süßigkeiten. So. Wo können wir jetzt hingehen? Was war das jetzt? Nach weiteren Spuren soll sein. Offensichtlich sind nicht alle Verdächtigen schuldig. Ich sollte nach weiteren im Untergrund, doch nicht etwa in der Kanalisation. So, Elfin. Rassist! Wollt ihr euch lustig machen und mich angrapschen? Das wird verschwindet. Ich möchte mich lustig machen und dich angrapschen. So, ja, ich kann angrapschen. Was braucht ihr? Ich suche doch frische Melonen. Lebt wohl. Ich glaube, das muss ich auch mal empfehlen. Jo, Stadtbewohnerin. Das Verbrechen nimmt Überhand und die Stadtwache gab den Weibern hinter. Fahrender Händler. Geschmeide und Tand, was immer ihr braucht. Was verkauft ihr denn? Schmuck, Zierrat für die Damen, Edelsteine. Welchen Nutzen haben eure Waren? Ihr selbst braucht vielleicht keinen Schmuck, aber was ist mit anderen? Die sind vortreffliche Geschenke und das Dreifache des Goldes wert. Zeig mal her. Oh, was haben wir denn hier? Ui! Hat ja die Blumen kaufen können. Danke. Scheiße. So, was haben wir hier? Wolfspelz. Brauchen wir Wolfspelz noch? Verkaufspreisten. Nicht interessiert. Alter. Verkaufspreis 90. Was kostet eigentlich hier jeweils 30? Eine Blume. Gelbe Rosen. Okay, dann merken wir uns mal vor, dass der hier den ganzen Krempel zu verkaufen hat. Falls irgendein Püppchen hier wieder nach Geschenken fragt, über Blumen fragt, wissen wir, wo wir sie herkriegen. Braucht ihr etwas? Jo. Wo habt ihr die Milch aufgetrieben? Es herrscht Quarantäne. Und ich habe keine Kühe gesehen. Ich habe auf dem Land gelebt und habe so meine Quellen. Was hast du denn? Schweinefleisch. Kann ich alles nicht gebrauchen. Was haben wir hier? Erdbeeren. Naja, wird so ein Inventarplatz frei. Ja, was haben wir hier? Jetzt brauche ich bloß einer, der Tränke verkauft, das wäre nicht schlecht. Hier. Fett 4. Ne, okay. Oh, Stadtbewohnerin. Antiquar. Was wollt ihr? Weiße Zwerge sind eine seltene Gattung. Jo. Ich sehe selten Hexer, dennoch gaffe ich sie nicht an. Wollt ihr meine Waren sehen? Zeig mal. Oh, yeah. Was habt ihr denn hier? Geschichte der Neuzeit. Ja, verdammt, Gemälde mit Geschichten. Sphärenkonjunktion. Monstrum. Oder wahrhaftige Beschreibung der Hexer. Prophezeiung. Die Geschichte von Lara Doren. Menschenversion. Lara. 60. Grundlagen der Alchemie. Aufforderung. Laras Geschenk. Ja, gib mal her. Kannst du gleich wieder kriegen. Drachenturm. Drachentraum. Sumpfungeheuer. Ein Bestarium, das Sumpfungeheuer beschreibt. Ach so, warte mal. Das Sumpfungeheuer beschreibt. 200 Kröten habe ich nicht mehr. Tolle Pflanzen. Ach ja, das ist Bestarium, das sind solche Bücher oder was? Warte mal. Pflanzen. Oder das ist ein Buch. Das ausschließlich. Scheiße. Das könnte ich gebrauchen. Ich brauche das ausschließlich Finnewind behandelt ist. Ach nee, das habe ich ja, glaube ich. Ich will. Das Bestarium. Wo war das? Hier. Nee, das hier. Ein Bestarium.
ertrunkene Tote und, ja, okay, warte. Das habe ich gerade gekauft. Das hatte ich durchgelesen. Warte mal. Okay. Ihr habt bereits gelesen. Drücken zum Lesen. Ihr habt dies bereits gelesen. Okay. Ja, halt's Maul. Komm. Dann kannst du das jetzt kriegen. Und dafür kaufe ich mir das Ding. Bestarium. Ja. Sumpfungeheuer. Das war mal beschreibt. Sumpfungeheuer. Ertrunkene Tote. Blutfilm. Es bietet Informationen über Methoden, mit denen sie zu kämpfen sind. Mit denen sie zu bekämpfen sind. Und über Methoden, mit denen. Also. Über alchemistische Zutaten. Die sich aus den Kadaveren dieser Ungeheuer gewinnen. Kadavern. Dieses Buch verfügt dem Tagebuch einen Eintrag im Bestarium zu. Ungeheuer. Alvarskristalle. Jo. Was ist das hier eigentlich? Ach so. Die Geschichte von Lara Doran. Die Königin sagte, bitte nicht um Gnade. Sondern jene, denen du mit deiner Zauberei geschadet hast. Du warst mutig genug, Böses zu tun. So sei auch jetzt tapfer, da der Gerechtigkeit Genüge getan werden soll. Es liegt nicht in meiner Macht, dir deine Sünden zu verbergen, deine Sünde zu vergeben. Als Antwort fürchte die Hexe wie eine Katze. Und ihre bösen Augen funkeln. Mein Ende ist nahe, kreischte sie. Aber eures ist auch nicht mehr fern. Meine Königin, in der schrecklichen Stunde des Todes, sollt ihr Lara Dorins und ihres Fluches gedenken. Und wisst auch, dass der Fluch all eure Nachfahren für die kommenden 10 Generationen plagen wird. Doch als sie meinte, dass die Königin furchtlosen Herzens war, ließ die böse Elfenhexe ihr Fluchen und ihre Drohungen sein und wimmerte stattdessen wie ein Hündin und flehte Gnade um Hilfe. Dieses Buch fügt dem Glossareintrag bla bla. Elfen. Okay. Was macht? Können wir das Zeug wieder zurückverkaufen, aber bestimmt nicht zum Originalpreis. 12? Habt ihr eine Macke? Ja. Und das Ding? 40. Ihr habt bereits genug, um zu lesen. Doppelklicken, um die Gegenstände zu verkaufen. Ja. Okay. Haben wir zwar unendliche Miese gemacht jetzt hier, aber. So, ich wollte doch mal zur Bank gehen. Wo ist die Bank? Werbung. Was? Sonderangebot diesen Monat. Massaker Langmesser. Mensch. Jeweils nur 10 Ohrens. Komplettes Waffenangebot auf Lager. Sonderpreise für Ritter des Ordens. Ja. Wo ist die. Nee, Quatsch, hier. Wo ist die Bank? Anderlingenviertel. Wie im Händlerviertel soll die Bank sein. Tür. Aber keine Bank. Alte Frau. Nee. Raus hier. So. Bank. Wo geht's hier? Nordtor. Hier dürfen wir nicht raus, oder? Der Mickrige sollte es das nicht wert. So. Wir gucken mal. Hat sie mich nur so behandelt. Warum glotzt ihr so? Was ist hier drin? Altes Regal.
Stadtbewohnerin. Ich weiß nicht, woher dieser Rassismus kommt. Naja. Wo kannst du mich mal? Bauernhändler. Also hier noch sehe ich keine Bank. Tür. Mach mal auf. Fass. Hä? Oh, gell, meine Zwerge. Was haben wir denn hier? Käse. Ja, wie gesagt, wir gehen dann nochmal in den Sumpf zurück. Holztruhe. Jo. Okay. Kein altes Saum macht auf. Meister, sprich zu mir! Ich grüße dich, Maximus. Herzlich willkommen. Was? Maha Kammer ist Met. Jo. Ein bisschen Met, das geht. Treppe nach unten. Treppe. Zack, raus hier. So. Wo ist die Bank? Ich suche immer noch die Bank. Stadtbewohner? Nee. Die soll doch hier irgendwo sein im Händlerviertel. Das ist doch das Händlerviertel, oder etwa nicht? Bis morgen. Bis morgen. Ja. Hier wohnt Shani. Kein Grund zur Eile. Kräuterkundlerin. Ach, das ist die Köter. Dann können wir dir endlich mal hier die... Was gibt's? Was braucht ihr? Melonenrollen. Ach, Mensch. Lebt wohl. Ja, komm. Schmuck, Geschenke. Nö. Wo wollten wir jetzt hin? Bank ist irgendwie nicht. Warte mal. Mensch, hier. Gut, wenn wir in die Haus des Hehlers. Stadtkerker, Vincent. Warte mal, was war jetzt mit den ganzen Verdächtigen hier? Warte mal. Nee, hier. Wir haben doch jetzt hier. Wir können benötigt hier mal einen Eintrag zu Al-Ghulin im Bestarium. Bestarium, wo ist das Bestarium? Inventar, Held, Karte, Ungeheuer, Tagebuch, Sümpfe und Marschen. Ertrunkene Tote. Ertrunkener Furchtbringer. Nur Bestien anzeigen. Nur Bosse anzeigen. Furchtbringer. Ungeheuer. Komisch. Dafür habe ich so einen Haufen Gold ausgegeben. Stadtbewohnerin. Ja. Das Verbrechen nimmt Überhand und die Stadtwache gafft den Weibern hinterher. So. Ja. Nix. So, was wollten wir? Das geht den Scheiß an. Sollen wir jetzt wirklich erst wieder in den Sumpf? Zu den Verdächtigen nochmal gehen? Verdächtiger Kalkstein. Ich werde den Fall weiter bearbeiten, wenn ich noch nicht Beweise finde. Okay. Vielleicht lohnt es sich zu überprüfen, was in einem Lagerhaus in das mit. Wir machen das jetzt erstmal mit dem Lagerfeuer. Das geht uns schon die ganze Zeit auf die Pfeife. Das war ein Gestank. Wir können allerdings noch mal ins Krankenhaus gehen. Versuchen ein paar neue Worte mit Shani zu reden. Was hier im Krankenhaus, da war doch auch noch irgendwas. Warte, man hat er doch angezeigt hier, das war, ging hier um die... Man sagt, weil sie Drogen bei sich haben. Gedächtnis der Klinge. Ich muss zum Gast oder mit dem Spieler sprechen. Ich habe aber keinen Spieler gesucht. Ich sollte, sollte mit dem Sendboten des Mannes sprechen. Sendbote, der war auch im haarigen Bären. Vier Sephiroth, bleiben noch sechs. Okay. Ich muss die Sümpfe, ja, okay. Sicherer Hafen. Okay. Aber was war hier? Das war hier mit der Hauptquest hier, Salamandra irgendwas. Was? Nein. Ich muss den Zeugen befragen.
anscheinend in der Falle gestellt. Also erstens sollte ich den Gefangenen befragen, den die. Ja, das war ich doch schon mal. Vielleicht lohnt es sich zu überprüfen, was. Achso. Wo war das jetzt mit den Salamandern? Ich habe ja. Das ist der Hexer. Komplize. Wir werden alle sterben. Ja, ja. Später. Habt ihr einen Hund mit einer Leber im Maul hier vorbeilaufen sehen? Ja. Rizem. Seid ihr gekommen, um zur großen Mutter zu beten? Ich bin nicht sehr religiös. Militele liebt auch jene, die vom Wege abkommen. Das ist sehr gütig von ihr. Wie kann ich euch helfen? Ich suche etwas und stieß auf einen Hinweis, den ich nicht verstehe. Es ist gut, dass ihr hergekommen seid. Die Weisheit der Göttin kennt keine Grenzen. In dem Hinweis steht, aber lest selbst. Drei Gesichter, ja, das entspricht Militele. Seht dort die Statue mit den drei Gesichtern der Göttin. Und das Opfer? Nur Dinge, die in der Natur geerntet wurden. Früchte, Pflanzen, Blumen. Militele missfällt es, wenn in ihrem Namen getötet wird. Jetzt wart's doch mal ab. Wie kann ich euch helfen? Erzählt mir mehr von eurer Göttin. Militele ist die Mutter alles Lebendigen. Die Göttin von Liebe, Fruchtbarkeit und Heilung. Warum zeigt die Statue drei Gestalten? Die Göttin besitzt drei Gesichter, die ihre verschiedenen Aspekte symbolisieren. Die wären? Ein junges, sorgloses Mädchen, eine reife, schwangere Frau und eine gebückte, alte Frau. Verstehe. Wie kann ich euch helfen? Lebt wohl. Können wir mit irgendwas machen, Herrin, mit den Dingen? Segne dieses Haus und gib uns Kraft, diesen Menschen zu helfen. Objektzelt bin ich. Nee. Wir werden alle sterben. Was? Wo? Wer? Wie? Wer redet hier? Wir beklauen erstmal die Kirche. Lehrbuch der nördlichen Königreiche. Schwarzpulver. Ja, nimm. Das Problem ist, einen Hund mit einer Leber im Maul hier vorbeilaufen sehen? Ein Arzt, den ich kenne, sagt, nett rot an rot und weiß an weiß mit dem Kragen. Nee, hier geht's bis raus. Ja, wir gehen auf jeden Fall nochmal in die Kneipe. Unsere innere Stärke wird die Welt heilen. Ich will nicht sterben! Wir werden alle sterben. Also hier im Krankenhaus, ich komme gerade hier nicht weiter. Sterben. Okay, stimmt, Fanny. Ja. Schnell, ich muss zurück zur Arbeit. Ich muss mit euch sprechen. Kann es warten? Naja, ich denke... Besucht mich zu Hause. Das Krankenhaus ist kein Ort für Privatangelegenheiten. Ja, ich... hab ich doch gemacht. Man sieht sich. Begreife ich nicht. Eitert. Ich wechsle den Verband. Ja, raus hier. Wir gehen noch mal jetzt, in diesen haarigen Bären. Unbekanntes Kraut. Dann würden wir uns dann auch bald noch mal in den Sumpf wieder begeben. Nee, Quatsch, ich wollte ja, Ihr bringt nur Ärger! Was? Ja, gib mir mal deine Enkelin kurz ab. Ich weiß nicht, woher dieser Rassismus kommt. Kann ich mir die mal ausproben? Nö. Wir gehen mal jetzt. Wir machen das mal mit dem Lagerhaus. Wir schlafen jetzt mal bis Mitternacht. Schön, euch zu sehen. Jo. Kuckuck. Adieu. Jo. Oder? Ja, warte mal, wir gucken erstmal, ob hier der Typ da. Ich habe dieser Spieler. Wir sollen mit dem Spieler reden. Ich habe keinen Spieler gefunden. So. Kellnerin. Butterbohnen.
Wollt ihr verlieren? Warte mal. Ich bin nicht in... Wollt ihr... Ich trete euch in den Arsch und kassiere dafür auch... Wir werden sehen. Ich poliere euch die Fresse! Mich juckt es, jemanden zu schlagen. Auch ein bisschen Gold hier. Der Orenz oder wie das Zeug heißt. Ihr habt gewonnen, Wanderer. Nehmt euer Geld und lasst mich in Ruhe. Jo. Hast kein Wort. Vielleicht sollte ich jemanden los. Butterbohnen. Was? Seid ihr ein erfahrener Faustkämpfer? Ich habe schon einige weich geprügelt. Warum? Ich habe Fettfried besiegt und suche jetzt einen neuen Gegner. Ihr habt etwas gegen Dicke? Nein. Wollt ihr jetzt kämpfen oder heim zum Mama? Wie hoch ist der Einsatz? 75 Orens. Machen wir. Ich bin dabei. Hab ich so viel überhaupt? Ich bin dabei. Ich mein Geld auf Boxen. Der hat Kräfte wie ein Dreck. Seinem letzten Gegner hat er die Nase zu. Hey, ich habe ausgewichen. Leicht verdientes Gold. Wieso hat er Schnittwunden? Ich sehe doppelt. Tja. Ich habe gewonnen. Wählt. 2 Flaschen Alraunentinktur, eine goldene Halskette oder 150 Orens. Tja, die Halskette. Das Problem ist, ich weiß nicht, ich habe ja schon mal mit der Halskette. Da war ja schon mal was mit dem Ring. Warte mal. Die Halskette. Nehmen wir die Halskette. Ja, Sache. Meine Nase juckt. Warte mal. Faustkämpfer. Wartet. Ich bin nicht interessiert. Die Halskette versuchen natürlich zu verkaufen. Wieso hat er Schnittwunden? Da siehst du mal, was ich mit meinen Fäusten alles machen kann. Wollt ihr verlieren, Fremder? Oh. Wir kämpfen um Geld. Och, wir kämpfen um Geld. Ist das so? Ich trete. Wir werden. Ihr kämpft wie ein Mädchen. Keine Herausforderung. Hallo, hau doch mal zu! Ich juckte es, jemanden zu schlagen. Ihr kämpft wie ein Mädchen! Ja!
Ihr habt gewonnen, Wanderer. Nehmt euer Geld und lasst mich in Ruhe. Sehr erfolgreich. Wer will einer aufs Maul? Stimmt. Das war also das mit dem Faustkampf. Sieg über Bobby, ich sollte einen stärkeren. Also das ist in jeder Bar, naja, oder was? Ja, okay. Verdammt, bin ich heute wütend. Jo, ich hab deinen Mann verprügelt. Kann ich jetzt mit dir... Habt ihr euch entschieden? Was? Gehen wir nach hinten. War nur ein Scherz. Mein Mann würde mir den Kopf abreißen, wenn ich mit euch ginge. Vielleicht sollten wir es riskieren. Elias, ich hab's Slayton. Nein, kürzlich hat er mich so sehr verprügelt, dass ich einen Zahn ausgespuckt habe. Dann verprügel ich ihn. Warte mal, was habt ihr hier alles? Halskette, kann ich euch die verkaufen? Nicht interessiert, okay. Wir gehen mal ins Händlerviertel. Aber vorher, ich guck mal, ob hier ein Typ ist, der Spieler heißt. Geiger. Schurke. Spieler. Ich wette, ihr habt Glück beim Würfeln. Mal so, mal so. Ich will aber nicht würfeln. Ich schlage ein ehrliches Spiel vor. Nein, ich könnte euch beim Wort nehmen. Ich sehe auf den ersten Blick, dass ihr weit gereist seid. Es ist wahrlich eine Ehre, mit einem Mann wie euch zu spielen. Ich bin ein Hexer. Habt ihr keine Angst, ich könnte die Würfel verzaubern? Ich verliere lieber ein Spiel gegen einen Mann von Welt, als gegen ein Landei zu gewinnen. Diese Bauern hier spielen doch nur um Kohlköpfe. Ein Jägersmann frequentierte einst dieses Etablissement, aber ich habe ihn ewig nicht mehr gesehen. Ihr werdet ihn wohl niemals wiedersehen. Er hatte gerne hohe Einsätze, aber leider kein Glück beim Würfeln. In der Liebe hatte er auch kein Glück. Wenn ihr das sagt. Ja. Silberschwert. Sagt euch das was? Warum fragt ihr? Ich habe keine Zeit für Schwätzchen. Nehmt's mir nicht übel. Woher habt ihr das Schwert? Ich habe es gewonnen von einem Gärtner. Wo finde ich ihn? Im Garten von Majorans Krankenhaus. Junge. Gedächtnis an der Klinge. Ich muss mit dem Gärtner Majoran. Ich halte. Ja. Ist das Spielen denn einträglich für euch? Kommt drauf an, gegen wen und wo man spielt. Wo lohnt es sich denn zu spielen? Falls euer Geldsäckel prall gefüllt ist, im wohlhabenden Teil der Stadt. Hier bekommt ihr eher eine Klinge in den Leib als einen anständigen Preis. So, wie gesagt, wir können nicht würfeln, es geht nicht. So. Spieler, dann war noch einer. Schankwirt. Fass. Spieler. Reisender. Wie ist der andere? Hund? Kellnerin? Ich will die Kellnerin flanken. Reisender. Schurke. Trinker. Was war mit dem? Schurke. Geralt, es ist Ewigkeiten her. Ich glaubte Soltan nicht, als er sagte, ihr wäret wieder da. Tja. Ich bin es, Munro, Verbannte. Und ich bin König Robert der Vierte. Krieg, ihr, Soltan und ich halfen ihnen. Das müsst ihr doch noch wissen. Wie ist das Leben so? Kann nicht klagen. Ich habe einen guten, ruhigen Job als Rausschmeißer. Das ist ruhig? Die Gäste machen alles unter sich aus. Es ist ein ruhiger Ort. Kein Vogel scheißt in sein eigenes Nest. Nein. Warte mal. Spielt hier jemand Würfel? Ich würde sagen, ich spiele professionell. Lust auf ein Spiel? Nichts für ungut, ja, aber wir können's ja noch mal ich spiele probieren, nur oder? Mit Profis. Spielt mit Carmen im Bordell gegenüber. Und ihr könnt mit Soltan üben. Ich würde ja gerne mit Carmen spielen, aber sie will nicht. Auskämpfer, was sollte ich gleich wieder tun? Mit mir ins Hinterzimmer gehen. Überflüssiges Gefasel. Wer war doch. Den hatte ich doch vorhin gesehen, mit dem ich reden will. Verdammt. Nein. Reisender. Ihr kämpft wie ein Mädchen. Nee, noch mehr Faustkämpfe mache ich jetzt nicht. Geiger. Spieler. Reisender. Jo. Da würde ich sagen, machen wir das mit dem Lagerhaus. Oh.
Und für YouTube würde ich die Folge erstmal beenden. Danke schön fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.